Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich einfach ein ganz anderer. Also, wird halt anders gemacht. Also, wie soll ich sagen, der wird anders programmiert vielleicht, ich weiß es nicht. Oh, ich hab vergessen, APP zu drücken. Oh, jetzt müsste ich. War ich auf den Dis. Oha. Leute, Manuel, wie Sie es gehört, bin ja Pilot. Alarm! Alarm! Ich habe vergessen, APP zu drücken, weil ich auf euer Chat geachtet habe. Ich, Horst. Oh, wo kann ich das? Leute, es ist wieder Fail. Checkt. Flaps wohl. Oh. Ich bin Autopilot. Ich habe keinen Schalt. Ich mach das jetzt weit. Jetzt ist es aus. Geht doch. Landing System Fail. So, da bin ich. Bisschen slippen. Bisschen die Nase im Wind. Fahrwerk ist down. Spoiler sind geahmt. Checkt 1000, Leute. Macht mega Spaß mit XP Realistik. Ich muss mit der Nase erstmal weiter runter, damit wir erstmal die Höhe verlieren. Aber das kriegen wir schon hin. 500. Checkt. 400. 100 above. 100. Minimum. Continue. Think rate. 90. Think rate. Think rate. 60. Think rate. 50. 40. 30. 20. 20. 10. 10. Boah, das war mega nice gerade, Alter. Mit dem Vibrieren, das war mega cool. Bye, bye, bye. Haut 2 € raus. Danke dir für deinen Support. Jawohl, bye bye. Danke für deinen Support nochmal. 2 € für Kerosin. Merci. Engine-Vibration rausgemacht, weil das merkst du ja immer in so einem riesen 330 oder 350 etc. Nee. Aber Auf so tro. einer Turboprop ist das wirklich lustig. Ja, da wird's lustig. Aber ich sag mal so, die Immersion ist wirklich geil damit. Ja. Genau, McRibchen, den gibt's immer auf McDonald's, schön mit Rippchen. Ich finde die Systeme jetzt vom Flight Factor 350 relativ gut. Man kann mit dem gut fliegen, aber ich finde halt die Flight Dynamics, die sind immer noch komplette Schwachsinn. Ja, ich habe gerade, guck mal, ich habe gerade mit den Flügeln gewackelt, als ob ich ein Vogel bin. So, jetzt mache ich für den Jakob.